Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial über wie mache ich meine Tutorials. Chris Lentro ist zu mir gekommen bzw. hat mich angeschrieben und hat gemeint, hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn du mal ein Tutorial darüber machst, wie du deine Tutorials machst. Quasi von der Idee bis hin nachher zu der Aufnahme. Und dann dachte ich mir, die Idee ist eigentlich ganz gut. Vielleicht einfach, um den einen oder anderen auch so einen kleinen Hinweis zu geben, wie ich das mache, auf was man vielleicht achten müsste, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe und so alles drumherum so ein bisschen, was man da machen kann. So, aber legen wir doch einfach mal los. So. Das ganze Tutorial ist eine Präsentation. Das heißt, es gibt außer Text nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Aber ich erzähle auch ein bisschen. Es geht ja mehr so ums Ungefähr. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wenn nicht, seht es mir bitte nach. So, also von der Idee bis zum Video. Im Folgenden einfach mal der komplette Ablauf dargestellt, also warum überhaupt Tutorials, wie komme ich von der Idee, oder was mache ich mit einer Idee, wenn ich die von irgendjemand einen Hinweis bekomme, oder wenn ich eine Idee habe, wie mache ich das mit den Notizen, Recherche, wie funktioniert es mit Medien, Grafik, Sound, Video, Aufnahme, Veröffentlichung und Kommunikation. Das ist so ganz grob der Ablauf bei einem Tutorial. Bisschen mehr, geht nur so ein bisschen um die Idee dahinter, aber ich sag mal so, im Kern ist es so der Ablauf, was bei einem Tutorial passiert. Aber gehen wir erstmal hier, warum überhaupt Tutorials? Und es gibt ja für alles mögliche Tutorials in jeder Couleur, in ganz vielen Sprachen. Und dann kommt natürlich die Frage auf, warum sollte ich jetzt ausgerechnet noch ein Tutorial machen? Der Grund dafür ist, dass jeder Mensch Informationen von anderen Menschen unterschiedlich aufnimmt. Das heißt, es gibt Menschen, wenn ich rede, verstehen die super gut, was ich meine, weil ich einfach auf deren Wellenlänge bin, weil ich Worte benutze und die in Zusammenhang setze, die bei denen besonders gut ankommen, die vielleicht auch sehr gut hängen bleiben. Und die mögen vielleicht meine Art und Weise, wie ich Dinge erkläre. So, jetzt gibt es aber zum Beispiel Leute, die kommen überhaupt nicht damit klar, wie ich Dinge erkläre. Und für die wäre es zum Beispiel ganz gut, wenn jemand anders Tutorials genau über dasselbe Thema, vielleicht mit exakt dem gleichen Inhalt und den gleichen Folien von mir aus, aber die haben einfach eine andere Art drauf, den Inhalt rüberzubringen, das Thema zu besprechen. Und entsprechend gilt das natürlich auch für die verschiedenen Sprachen. Wenn ich keinen Latein kann, dann brauche ich mir auch kein Tutorial auf Latein angucken, wenn es denn das gibt. Vermutlich gibt es das. Insofern, es gibt zum Beispiel für die Themen im Rahmen von Musik, die ich mache, sehr, sehr viel Bitwig, gibt es ja irre viel Tutorials auf Englisch. Es gibt auch etliche Tutorials auf Deutsch. Es gibt die unterschiedlichsten Menschen, die Tutorials machen, und jeder hat so seine ganz eigene Art, und das ist auch wichtig so, denn damit verbreitert man einfach die Möglichkeit, dass Leute motiviert sind, tatsächlich sich dafür zu interessieren, beziehungsweise das Interesse aufrechterhalten wird. So, das heißt, die eigene Art, die Eigenart, die Sprache ist eine Sache, was ich gerade gesagt habe, ob jetzt Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, was auch immer. Ich mache auch Tutorials, um mich selber daran zu erinnern. Das heißt, manche Dinge benutze ich einfach so selten, da weiß ich dann einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr, wie das so genau ging. Dann kann ich einfach mein eigenes Tutorial anschauen und dann bin ich wieder so ungefähr auf dem Laufenden. Wenn ich Tutorials mache, dann beschäftige ich mich mit dem Thema und lerne dabei auch noch eine ganze Menge. Auch wenn ich vielleicht der Meinung bin, ist mir jetzt noch nicht passiert, dass ich alles über ein Thema weiß, trotzdem lerne ich
immer wieder Neues dazu und meistens lerne ich Neues dazu. Und ich mache auch Tutorials, um mit anderen Menschen, die das gleiche Interesse haben, in Kommunikation zu treten. Das macht es so ein bisschen leichter, wenn man dann über Dinge spricht, die man gemeinsam lernt, für die man sich interessiert. Ja, macht das einfach so ein bisschen leichter. So, wie geht das Ganze los? Das heißt, Ideen und Notizen. Ich habe jetzt hier geschrieben, Ideen und Notizen in Obsidian. Obsidian ist eine Software, die gibt es für Linux, Windows und Mac. Ganz, ganz grob und ganz, ganz vereinfacht gesagt, was der Software jetzt überhaupt so... Also ich schneide ungefähr 99% der Funktionalitäten weg. Aber ich sage jetzt mal ganz einfach, Obsidian ist eine Software, die Textdateien in Verzeichnissen verwaltet. Mit einer schönen Oberfläche, Suchfunktion und noch eine ganze Menge mehr Plugins, was mir die ganze Sache total einfach macht. Zu Obsidian habe ich ein eigenes Tutorial gemacht. Das geht auch eine ganze, ich glaube, 50 Minuten oder so, wo ich einfach so ein bisschen zeige, was man damit machen kann, was die Software ist. Wer etwas sucht, wo er Notizen verwalten kann, auch langfristig, und da rede ich jetzt wirklich von 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, für den ist das ein ganz, ganz heißer Tipp. Weil Textdateien, nur mal so, Textdateien sind was Besonderes. Je nachdem, wie alt ihr seid, habt ihr schon eine gewisse IT-Erfahrung mit Computern und vielleicht habt ihr schon in den 90er Jahren Software benutzt, die es heute gar nicht mehr gibt. Sowas wie WordPerfect, WordStar oder irgendwie sowas in der Richtung. Kennt man heute nicht mehr, die Dateiformate sind unter Umständen auch gar nicht mehr lesbar mit heutigen Programmen. Und genau da kommt nämlich die Textdatei hin. Nämlich, ich kann heute noch eine Textdatei von 1970 lesen oder 80 von mir aus, Computer. Die kann ich heute immer noch lesen, aber irgendeine komische Irgendwas-Formatdatei, da bin ich einfach verloren. Und Obsidian nutzt Textdateien und so eine Markdown-Formatierung, Layout, wo man so Überschriften, das sieht man ein bisschen an dem Bild, Überschriften machen kann, Fett markieren, man kann auch Hyperlinks machen wie im Web. Dann gibt es verschiedene Plugins. Das sieht man da recht, wo man so Graphen sich darstellen lassen kann, wie die Dokumente miteinander verbunden sind. Eine supergeile Suche, Hashtag-Funktion und. Also eine ganze Menge mehr. Und jetzt höre ich auf, über Obsidian zu reden, weil ich habe da ein eigenes Tutorial gemacht. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, habe ich ein Dokument mit Bitwig-Tutorials und da kommt es erstmal rein, erstmal als Überschrift. Und wenn mir was dazu einfällt, dann mache ich unterhalb der Überschrift, mache ich dann so gegliedert so eine Punkteliste. Und da schreibe ich dann die verschiedenen Punkte hinzu, Gedanken, die ich habe, die mir dazu einfallen. Und fülle das so nach und nach, nicht unbedingt am selben Tag. Das kann sich auch mal über Wochen oder sogar Monate hinziehen, wenn ich zum Beispiel einfach nicht wirklich was über das Thema weiß und denke so, hey, bevor ich jetzt hier irgendwie mich um das Thema rummogle, erzähle ich lieber nichts, dann muss das Ding halt einfach erstmal reifen, ich muss Erfahrung damit kriegen und ich muss mir sicher sein, dass das, was ich erzähle, auch stimmt. Nicht, dass es mir immer hundertprozentig gelingt, ich versuche es aber sehr stark. So, das nächste ist, das heißt, ich habe mein System, wo ich Ideen und Notizen reinpacke. Das kann auch was anderes sein, also das mit Obsidian ist einfach nur ein heißer Tipp von mir. Das kann man auch in anderen Programmen oder einfach auf Papier machen. So, wenn ich jetzt die Idee habe, dann fange ich an zu recherchieren. Und Recherche betreibe ich indem, dass ich andere Tutorials anschaue, in allen möglichen Sprachen mit Untertiteln und automatisch übersetzt. Da habe ich viel zu lachen, wenn dann irgendwelche letztens wieder, ich glaube, ein spanisches Video angeschaut mit automatisch übersetzten Untertiteln auf Deutsch. Ich weiß nicht zum Beispiel, was ein Kormoran in Bitwig zu suchen hat, aber die automatische Übersetzung hat gesagt, da wäre ein Kormoran drin und auf dem Campingplatz wäre es am schönsten. Warum auch immer. Egal, also ich gucke mir Tutorials an zu dem Thema und fange an zu vergleichen und denke so, macht das alles Sinn, was die da erzählen? Und wenn die da was erzählen, wie tief geht das? Verstehe ich das dann noch wirklich? Könnte ich das dann auch einfach wiedergeben? Dann gucke ich zum Beispiel sehr gerne
Musikproduktionsstreams und Masterclasses an. Bei den Musikproduktionsstreams in letzter Zeit relativ viel bei Thomas Foster und dem Kai Soffel. Die produzieren elektronische Musik. Und beides erfahrene Produzenten. Und was da das Schöne auch immer ist, A, es ist Deutsch. Das macht es natürlich super bequem. Und B, kann man den beiden quasi über die Schulter gucken und sehen, wie die arbeiten. Und noch wichtiger für mich, es fallen da immer so schöne, ja, ich würde mal fast sagen, so Nebensätze, aus denen eine ganze Menge, aus denen eine ganze jahrelange Erfahrung spricht. Und das sind für mich immer so die wertvollen Edelsteine, sage ich jetzt mal, die ich dann versuche aufzugreifen, sagen, ah, okay, man kann das zwar alles irgendwie so machen, aber noch weiter gedacht, das im Hinterkopf zusammengepackt, macht das dann vielleicht an der Stelle im Gesamtkontext gar keinen Sinn, auch wenn es jetzt im Einzelnen Sinn machen würde, das jetzt irgendwie so und jenes welches zu machen. Aber ja, das ist so eine Geschichte. Das heißt also, die Musikproduktionsstreams und die Masterclasses. Masterclasses sind dann meistens so eine tiefergehende Besprechung von irgendetwas, wenn das zum Beispiel Produzenten sind, die Tracks veröffentlicht haben, ist das dann halt meistens so die Nachbesprechung irgendeines Tracks, den die mal veröffentlicht haben, was die da gemacht haben, wie die das gemischt haben, wie die mit den Aufnahmen umgegangen sind und. Das heißt, da kommt dann auch wieder eine ganze Menge Erfahrung dieser Leute mit rein, von denen man wirklich sehr, sehr viel lernen kann. Und natürlich auch die eigene Erfahrung. Das, was ich bisher gemacht habe, das, was ich weiß, wo ich einfach so ein bisschen gegenchecke, kann das jetzt sein, was der mir da zum Beispiel im Tutorial erzählt? Oder wenn der mir das so erzählt, habe ich das dann bisher einfach falsch verstanden? Oder warum stimmt jetzt da irgendwie meine Logik nicht? Oder, ja, bin ich voll einverstanden, sehe ich ganz genauso. Ich habe jetzt irgendwie 5 verschiedene dieser Dinger gesehen und habe es noch irgendwie nachgeprüft. Das scheint alles zu stimmen. Und dann ist das halt so. Dann gucke ich, wenn es gibt, in Handbücher rein. Handbücher, wenn sie gut geschrieben sind, geben oftmals einen guten Hinweis. Also mindestens einen guten Hinweis, die richtigen Suchwörter, wenn es nicht ordentlich erklärt hat, also dass man das in eine Suchmaschine reinpacken kann. Oder sind halt wirklich gut geschriebene Handbücher. Zum Beispiel der Search Synthesizer. Der freie und kostenlose Synthesizer, der hat ein wahnsinnig tolles Handbuch auf Englisch und auf Deutsch. Dann natürlich lese ich Fachartikel mit der Suchmaschine, wenn ich die richtigen Suchbegriffe habe. Tummel mich in Foren rum, zum Beispiel Sequencer.de ist ein super klasse deutschsprachiges Forum. Oder chatte mit Leuten, frage da irgendwie nach und kriege da Antworten. Oder auch mal quasi über Audio rede ich mit Leuten und habe da auch schon die ein oder andere Nacht hinter mir, wo wir dann irgendwie rausklamüsert haben, was denn dieses oder jenes überhaupt ordentlich zu bedeuten hat, damit das irgendwie erklärbar wird. Und natürlich, wenn ich habe, lese ich dann auch Fachbücher oder habe vorher Fachbücher gelesen, vergleiche all das Wissen irgendwie miteinander, sodass das für mich erstmal einen Sinn ergibt. Und das notiere ich dann halt alles so Stück für Stück in meinem Dokument, beziehungsweise mit Links, dass wenn ich dann nochmal, wenn das auch gerade länger geht, dass ich dann nochmal auf den Artikel springen kann, nochmal nachlesen kann, wie war denn das jetzt nochmal? Ah, okay. Deckt sich das noch mit dem, was ich in der Zwischenzeit zum Beispiel weitere, mit den Informationen, die ich in der Zwischenzeit dazu bekommen habe. Und spätestens dann geht es rüber in die Medienproduktion. Das heißt, ich mache für meine Tutorials mache ich immer so eine Coverart. Die versuche ich immer so ein bisschen kreativ zu gestalten. Wenn es geht, irgendwie, dass es irgendetwas mit dem Thema zu tun hat, bei den Bitwig-Tutorials gucke ich dann immer, dass das Device irgendwo drin ist, so ein bisschen mit Hintergrund aufgebaut. So dass man das, so dass man die gut finden kann, wenn man sie sucht und das schon mal gesehen hat, dass man weiß, ah, das war das mit dem blauen Ding, sie da irgendwie oder diesem wirren
Zeugs da irgendwie so. Und dabei gucke ich zum Beispiel, ich habe verschiedene Kategorien von meinen Tutorials. Ich habe einerseits die Bitte-Kategorien und ich habe immer unten so eine Banderole. Und auf der Banderole steht dann immer der Titel und ein Untertitel und links oben drüber steht dann noch halt mein Projektname. Und oben drüber ist dann das Bild. Und die Banderole zum Beispiel bei Bitwig ist so bräunlich-golden. So. Das ist alles, was mit Bitwig zu tun hat. Also so Bitwig-Device-Erklärung, so Bitwig-Programm-Erklärung. Dann habe ich eine Kategorie, die beschäftigt sich so mit Workflow-Template. Wie mache ich was? Das sind dann so türkise Banderolen. Dann gibt es noch eine Kategorie, da beschäftige ich mich so allgemein mit Musik und Sound. Das sind dann so allgemeine Konzepte, zum Beispiel, was ist ein ADSR oder was sind so verschiedene Rhythmiken, Polyrhythmik, Polymetrik oder sowas in Dreh, und die haben grüne Banderolen. Da versuche ich schon mal zwischen meinen Tutorials zu unterscheiden, dass man schon mal sehen kann, ah, okay, das ist jetzt ein Tutorial über das Programm, das ist jetzt mehr so ein Tutorial, wie mache ich was, das ist ein Tutorial über so generelle Konzepte in der Musik zum Beispiel. Und dieses Tutorial hat ja jetzt so ein dunkel-türkise Banderole zum Beispiel. Das sind dann so allgemeinere Tutorials, öfter mal irgendwie so Computer oder jetzt wie hier auch mal so allgemein so alles, was halt nicht die anderen Kategorien sind. Das baue ich da auf, das male ich mir da zusammen und erstelle das und denke mir halt was dabei, dass ich dann das Cover dann auch quasi als erstes Bild in dem Video reinpacken kann und auch als Thumbnail dann später auf dem Videoportal. Bei vielen Beispielen dann halt auch baue ich Sound, Musik. Da denke ich mir dann hier und da so ein kleines Liedchen aus, mache so einen kleinen Track oder vielleicht baue ich das dann auch nicht. Das macht es dann einfacher, dass ich dann nur bestimmte Sounds haben muss, wo ich dann das zeigen kann. Aber manchmal ja, brauche ich halt ein komplettes Arrangement und dann setze ich mich meistens hin und mache dann einfach mal was komplett Neues. Und die Aufnahme, Videoaufnahme vom Bildschirm und über eine Webcam bei mich mittlerweile, am Anfang habe ich das nicht gemacht, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass viele Leute es ein bisschen befremdlich finden, wenn der Sprecher nie gezeigt wird. Und ich kann dann auch schön hier rumfummeln, oder rumfuchteln eher. Das ist natürlich dann auch manchmal sehr hilfreich, wenn ich dann irgendwie was zeigen möchte, dann ist so eine Gestik halt manchmal einfach so ein bisschen hilfreicher. Bei all diesen Programmen, also wie gesagt, bei GIMP, was ein hervorragendes Fotomanipulationsprogramm ist, vergleichbar mit Photoshop, gibt es auch für Linux, Windows und Macintosh für frei und kostenlos. Bitwig gibt es natürlich auch für Linux, Windows und Mac, kostet aber Geld und zu Recht. Das ist ein tolles Programm. Und OBS ist auch ein freies und kostenloses Programm, auch für alle Betriebssysteme. Und mit dem kann man eine ganze Menge verschiedener Sachen machen. Da gibt es auch eine Menge Tutorials im Internet, wie man was da macht. Da gehe ich auch nicht drauf ein, weil das ist ja auch kein Tutorial über OBS. So, und wenn es dann zur Aufnahme geht, mache ich im Gegensatz zu relativ vielen keine geschnittenen Aufnahmen. Das heißt, ich mache keine Nachbearbeitung. Es gab einmal die Situation, wo ich eine Nachbearbeitung oder zweimal sogar, glaube ich, eine Nachbearbeitung gemacht habe. Das eine war, ich habe ein falsches Coverbild reingetan, habe es erstmal nicht gemerkt. Das habe ich im Nachhinein dann einfach ausgetauscht. Und das zweite Mal habe ich einfach so einen kleinen Clip quasi vorproduziert und dann das ganze Video. Nee, ich habe den Clip vorproduziert und das Video dann live aufgenommen. Das habe ich dann nicht nur einmal gemacht, das habe ich sogar mehrfach gemacht. Das heißt, wenn ich irgendwelche Clips im Vorfeld habe oder zwischendrin hätte, dann sind die vorproduziert, aber das Tutorial an sich nehme ich immer, ich hoffe, ich sage jetzt die Wahrheit, immer
live auf. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es ist erstmal weniger Aufwand, weil ich muss mir das ausdenken. Wenn ich irgendwie weiß ungefähr, was ich sagen will, dann fange ich an, einfach aufzunehmen und zu machen und zu tun. Und dann ist das Ding im Kasten, ich lade das hoch. Das heißt, ich kann schneller Tutorials hintereinander machen und mehr machen. Schneller und mehr ist eigentlich kein Argument. Aber man muss halt auch sehen, wenn ich das jetzt nachbearbeiten würde, würde ich da zum Beispiel, ich jetzt nicht, aber könnte ich solche Special Effects reinmachen. Da bekomme ich auch immer regelmäßig Nachrichten von YouTube. Ich soll doch irgendwie meine Videos aufpeppen mit Jump Shots oder irgendwie sonst was. Also sprich, die Kamera zoomt dann irgendwie so plötzlich irgendwo rein und dann macht man irgendwie lustige Effekte. Wenn man dann lacht, dann das alles um einen herum wackelt, nur der Kopf nicht. Und also so Spezialeffekte, die ich persönlich für meine Videos nicht haben möchte. Sagen wir es einfach mal so. Weil ich will mich auf den Inhalt konzentrieren und ich will keine Ausbildung als Schnittassistent machen oder sowas in Dreh. Ich weiß, dass viele das als Unterhaltung, Entertainment sehen, aber darum geht es mir im Endeffekt nicht. Ich bin da mehr interessiert dran, dass man sich eher auf den Inhalt konzentriert und weniger so auf den Schnickschnack, den ich drumherum machen kann. Wie gesagt, das ist einfach nur Geschmackssache. Ich stehe da nicht drauf. Und ich habe dann eben den Vorteil, ich brauche diese ganze Nachbearbeitung machen. So als Vergleich würde ich jetzt ein Video drehen mit Nachbearbeitung und Coloring. Und da kann man ja eine ganze Menge Aufwand treiben. Und ich würde jetzt theoretisch in einer Woche 5 Videos rausschmeißen können. Ganz normal würde ich mit Nachbearbeitung vielleicht maximal 2 rausschmeißen können. So, und das ist halt einfach noch das Ding. Ich verbringe da echt eine Menge Zeit, eine Menge Aufwand. Und ich denke mir halt, naja, wie viele Leute gucken sich das an und wie oft? Und lohnt sich der Aufwand dann da wirklich so sehr? Und für mich lohnt er sich halt einfach nicht. Aber jetzt genug über die Aufnahme. Also das Wichtige ist, ich mache halt eine quasi Live-Aufnahme. Ich setze mich hin, fange an zu quatschen. Meistens gucke ich gar nicht mal auf mein Skript, weil da habe ich irgendwie lang genug hin und her gelesen und gesammelt und so weiter. Da weiß ich dann schon so, was ich sagen will. Vielleicht habe ich so eine einfache Gliederung mit so verschiedenen Punkten, über die ich reden möchte. Das quatsche ich dann aber alles direkt in die Kamera rein, beziehungsweise auf den Bildschirm. Und das war's dann auch schon. So, und dann, wenn alles im Kasten ist und auf der Festplatte und auch die ganze Technik natürlich vorne dran gestimmt wird, Ton und das ganze Gedöns muss ja alles stimmen, dann geht es an die Veröffentlichung. Und Veröffentlichung heißt auf Videoportale. So eins ist zum Beispiel YouTube, dann gibt es noch PeerTube, es gibt noch Vimeo, es gibt noch einen ganzen Odyssey, es gibt noch eine ganze Menge anderer Videoportale, wo man einfach sagen kann, okay, ich packe jetzt meine Videos da überall drauf. Ich habe am Anfang sehr viel YouTube und PeerTube gemacht und habe einfach mal geguckt, wo kam da am meisten Feedback zurück. Auf PeerTube kam gar nichts oder irgendwie ein Feedback im Jahr oder so. Und da lohnt sich für mich dann der Aufwand nicht. Weil ein Grund, warum ich das ja mache, ist ja, in Kommunikation mit den Leuten zu treten. Und wenn es dann wirklich nur Konsumenten sind, die halt auch nicht kommunizieren wollen, dann ja, ist das für mich halt einfach der Aufwand nicht wert. Das heißt, wenn das Video fertig ist, dann lade ich es auf das Videoportal hoch, dann schreibe ich noch so einen kleinen Text dazu, dann mache ich die Indexverzeichnis für das Video, damit man schön draufklicken kann, also wie so ein Inhaltsverzeichnis, dass man springen kann und immer genau weiß, wenn man mal wieder was sucht, ah, da war doch dieses Video, dann gehe ich auf das Indexverzeichnis, ah, okay, der Punkt war es, ohne dass ich das komplette Video durchscrollen muss und gucken, wo war das nochmal, wo erzählt er das komische Zeug. So, nachdem das alles gemacht ist, das Coverbild hochgeladen ist, die Text gesetzt sind, dann diese Infotafeln, die während dem Video dann mal so aufpoppen angezeigt werden, die dann am Schluss nochmal in der Übersicht da sind, dass man auf andere Videos hingewiesen wird,
Das muss man ja auch alles eintragen und machen und tun. Dann wird das Ding hochgeladen, abgespeichert und ist dann öffentlich. Das heißt, wenn es Abonnenten dann für die Videos gibt, die bekommen dann eine Benachrichtigung, dass dann ein neues Video ist, wenn sie die Glocke gedrückt haben, glaube ich, nur bei YouTube. Und ansonsten verteile ich dann quasi den Link und eine Kurzbeschreibung noch in verschiedenen sozialen Netzwerken. Also zum einen halt ist es auf Frantica im Fediverse, das ist ein dezentrales soziales Netzwerk, oder dann schmeiße ich das Ganze noch auf Twitter. Dann in Foren bei sequencer.de gibt es einen netten Thread, der sich mit Bitwig beschäftigt. Da hatte ich auch nachgefragt, ob ich das da hinpacken darf. Und dann kommen dann immer Tutorials, die sich auf Bitwig beziehen, da rein. Und Communities habe ich jetzt einfach mal so allgemein zusammengefasst. Das ist zum Beispiel unser Discord-Server. Haben wir dann auch nochmal einen eigenen Kanal für die eigenen Tutorials. Und da kommt dann auch nochmal eine Information rein. Und wenn ich irgendwo weiß, dass es einen weiteren Kanal gibt, wo sich Leute dafür interessieren, dann schmeiße ich das natürlich dann auch rein. Das heißt, das ist halt einfach so die Nacharbeit, ist das Video fertig, fängt es erstmal an, so ja, überall halt einfach bekannt machen, zeigen, okay, da ist was Neues, damit die Leute auch informiert sind. Und wenn das alles erledigt ist, dann geht es weiter mit der Kommunikation, weil dann kommen unter Umständen Kommentare auf die Videos, wo ich dann versuche, auch wirklich auf alles zu antworten, wenn es sinnvoll ist. Es gibt natürlich auch viel Spam-Kommentare. Es gibt seltenst, schönsterweise, gibt es seltenst komische Kommentare, die sich dann eher über irgendwas aufregen oder nicht. Da muss man dann halt einfach damit umgehen und dann halt auch sagen, okay, ist halt, jeder hat so halt so seine Meinung, ob die jetzt dann wirklich, ich sag mal, so ganz extrem aggressiv vorgetragen werden muss, ist nochmal eine andere Kiste. Aber meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele Menschen es verstehen, dass sich da jemand Zeit nimmt, was zu erstellen, zu kreieren, anderen Leuten zu erklären und das ins Netz stellt. Und selbst wenn man damit nichts anfangen kann, kann man das einfach respektieren. Und das ist meine überwiegende Erfahrung, die ich damit habe. Dann natürlich auch Rückmeldungen aus den sozialen Netzwerken, dass man da auch nochmal irgendwie drauf antwortet. Dann in Foren auch antwortet, wenn da Rückfragen kommen oder so Anfragen auch kommen und die Kommunikation da aufrechterhält. Was ich hier zum Beispiel gar nicht reingeschrieben habe, ist, ich betreibe noch mehrere Blogs mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Auf der sendaidokai.de mache ich natürlich alles rund um die Community, um unsere Community hier, die ja noch ein bisschen mehr ist als nur meine kleinen Tutorials. Weil sich da interessante Leute zusammengefunden haben und wir da einen regen kleinen Austausch pflegen und kleine Projekte machen, was mich extrem freut. Und ich habe aber noch ein anderes Blog, das nennt sich Klangwerk, und da packe ich zum Beispiel auch öfter mal die Tutorials rein oder auch schreibe dort ab und zu Artikel über diverse Sachen aus der Musik. Querbeet. Ich habe jetzt gerade aktuell wieder einen kleinen Artikel geschrieben über den La Voix du Luthier, diesen Klangkörper aus Frankreich, den ich wahnsinnig interessant finde. Und finde, dass er so ein bisschen zu wenig gewürdigt wird und so ein bisschen komplett unterschätzt wird. Das habe ich halt dort wieder hingeschrieben. Dann kommen dort auch wieder die Tutorials hin. Und dann natürlich die Communities, der Discord-Server oder was auch alles an Community irgendwie am Start ist, dass man das auch so ein bisschen am Laufen hält, mit den Leuten redet, einsteigt, was da an Ideen da ist. Da kommt so viel tolle Infos mit rein, das ist unglaublich. Und so im Laufe der Zeit wird das auch immer mehr. Und ich finde so im Großen und Ganzen bei vielen, vielen Musik-Communities, wo ich reingeguckt habe, ist eine wahnsinnig positive Stimmung. Und das finde ich absolut unterstützenswürdig. Und das ist auch so mein, mein Anliegen, das auch so zu halten.
So, und jetzt an der Stelle wäre das jetzt eigentlich alles fertig. Wie produziere ich meine Tutorials? Aber ein wichtiges Thema, was so ein bisschen darüber hinausgeht noch mit den Tutorials, ist so die Frage, was ist das Ziel? Und ich habe es am Anfang schon so ein bisschen gesagt, naja, wenn ich Tutorials erstelle, dann lerne ich ja auch noch eine ganze Menge. Entweder zum einen dadurch, dass ich recherchiere, mich mit dem Thema beschäftige und tief einsteige, zum anderen im Austausch mit den anderen Leuten. Da lerne ich halt eine ganze Menge. Das heißt, ich versuche das, was ich lerne, quasi mit anderen Menschen zu teilen, die vielleicht auch lernen wollen oder die irgendwie mal ein bisschen ihr Gelerntes auffrischen wollen, und das ist einfach eine schöne Art und Weise, wie man sowas austauschen kann und sich gegenseitig quasi unterstützen kann. Dann mache ich das Ganze halt auch zur Inspiration, weil vorhin auch gesagt, dadurch, dass ich Tutorials online stelle, komme ich mit anderen Menschen in Verbindung, in Kommunikation. Ich komme mit den unterschiedlichsten Menschen in Kommunikation, und das finde ich total interessant, weil jeder Mensch ist anders. Und gerade in diesem, sag ich mal, gemeinsamen Hobby oder in dieser gemeinsamen Passion, steht auch drunter schon, Menschen mit der gleichen Passion zu finden, hat doch jeder Mensch einen anderen Hintergrund. Ne? Egal welche Kultur, egal welches Alter, egal irgendwie, jeder hat so seinen eigenen Hintergrund, jeder hat so seine eigenen Einflüsse. Und die treffen dann alle zusammen in so einer Kommunikation. Und das finde ich halt wahnsinnig interessant. Weil ich interessiere mich halt für ein bestimmtes, keine Ahnung, bestimmtes Thema, so ganz generell, habe da auch so meine Quellen, die ich regelmäßig lese, und jemand anders hat das irgendwo anders. Und aus dieser Quelle würde ich vielleicht nie irgendwelche eine Info kriegen, irgendwas total Interessantes, aber dadurch, dass wir miteinander kommunizieren, dadurch, dass wir in einer gemeinsamen Community sind, packt er das irgendwann vielleicht mal in einen Kommentar oder in eine Community, und ich erfahre davon und denke so, wow, okay, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Das finde ich total interessant. Dann gucke ich das einfach mal. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig. Dadurch, dass wir vielleicht alle so unsere Infoquellen haben, wenn wir was Interessantes finden, dass wir das mit den anderen teilen. Das ist auch mein Ziel, ne? Ich teile mit anderen Menschen, und andere Menschen teilen mit mir, und das inspiriert. Das bereichert, finde ich persönlich halt wahnsinnig. Also Austausch von Informationen. Und dadurch, dass das passiert, und dadurch, dass ich mit Dingen in Kontakt komme, wo ich vielleicht vorher nie auf den Gedanken gekommen wäre, oder ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, habe ich die Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern. Oder eine sehr bequeme Art, eine sehr schöne und bequeme Art, dass mein Horizont erweitert wird, wenn ich denn offen dafür bin. Und ich versuche immer offen dafür sein. Es gibt dann so Momente, wo man denkt so, ja, sagen wir mal experimentell, wenn man nichts damit anfangen kann. Das gibt es ja auch manchmal. Manchmal ist es Quatsch, aber in jedem Quatsch ist halt dann auch wieder was Interessantes mit dabei. Und manche Dinge gibt es bei Meditation, wenn Dinge ankommen, dann nimm sie wahr und lass sie weiterziehen. Und das kann man mit vielen Sachen so machen. Und es kann dann irgendwann sein, dass man sich erinnert und sagt so, da war doch mal dieser Quatsch, den ich da gehört habe. Nochmal gucken, was das war. Und plötzlich findet man einen Sinn dahinter oder eine Verwendung oder beides sogar. Und dann hat sich das schon gelohnt, dass man einfach offen dafür war und einfach gesagt hat, okay, ich kann jetzt im Moment nichts damit anfangen, aber hey, das hat irgendwas mit zum Beispiel Musik zu tun und oder mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen, zu tun, im engsten und im weitesten Sinne. Okay. Und es bereichert mich, ob ich will oder nicht, sage ich jetzt einfach mal, dadurch, dass es Menschen mit einem gemeinsamen Interesse gibt, die versuchen, quasi Informationen auszutauschen, die alles mit dem Thema zu tun haben. So, das war es jetzt auch schon. Es war wieder ein sehr langes Tutorial, aber ich wollte da auch umfassend was drüber erzählen und nicht nur so, naja, ich sammle Ideen, dann schreibe ich Notizen hin, dann schmeiße ich die Kamera an und dann lade ich das hoch, sondern so ein bisschen auch noch drumherum. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und ich konnte so ein bisschen von dir
dem, was mich bewegt, wie ich das mache und warum ich das mache, rüberbringen. Und ja, deshalb will ich mich bedanken. Und wenn ich dich dazu ermuntert habe, Tutorials zu machen, dann freut mich das sehr, egal ob das für Musik oder für irgendwas anderes ist. Denn es gibt bestimmt Menschen, die deine Art und Weise, wie du Dinge vorträgst, wie du sie erzählst, einfach wesentlich besser verstehen, als wenn ich das machen würde, weil es einfach mit deiner Person zu tun hat. Und deshalb macht das auch durchaus Sinn, wenn der 500.000. über dieses eine Thema spricht, aber mit seinen eigenen Worten und als eigene Persönlichkeit, mit dem eigenen Stil. Und ja, damit hoffe ich, ihr habt eine wunderbare Zeit, einen schönen Tag und wir sehen uns in einem der anderen Videos und Tutorials wieder. Und bis dahin wünsche ich eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.